Yes. Yeah. Man, if you don't get off my phone with this bullshit, why? Man, some people are so clean. Hey, what that shit do? You trying to make some cheese? My boy Gerald G, he looking for somebody low-key right now, and to be 1,000 with you, I'm thinking you. Look, it's a big exchange of merchandise going down. The Vagos and the Ball Eaters and squash their little, cultural differences or what the fuck ever. Anyway, why don't you slide down there and see if you can shake up the free market economy a little bit and get that cheese. Hey, I'm gonna text you the boy G address. Don't even trip, he's straight. That's my dog. You know we got you. So, hallo und alle zur nächsten Folge von GTA und dieses Mal sind wir im Online-Modus und ab sofort ist Spark in der Hood. Sparks in der Stadt, fürchtet euch. Achso, ja, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe vorher schon mal das ausgetestet, so ein kleines bisschen. Warte kurz, jetzt sind wir in den Jobs als Teil. Okay. Ja. Ich habe so ein kleines bisschen ausgetestet. Ich habe mir schon mal Charakter erstellt, bin schon mal in die Welt rein, guck, was passiert, habe aber die erste Mission noch nicht gemacht. So wie ich das im Kopf habe, sind wir. Okay. So wie ich das im Kopf habe, sind wir, eben im Flugzeug angekommen. Und ich stelle mal ganz kurz meinen Charakter vor. Yeah. Der Gangster. Der Gangster Spark. Ich hätte ein blaues Shirt nehmen sollen, ne? Blaues Shirt, schwarze Hose. Oh, ich hätte ein blaues Shirt nehmen sollen. Verdammt! Kann man den Charakter auch nachträglich ändern? Da hätte ich nämlich erstmal den einige Spark-Charakter-Merkmale so gefunden. Naja. Ich gucke mal kurz, ob der Sound gerade so stimmt und dann würde ich sagen, fahre ich los. Ganz kurzer Cut. Alles klar, läuft gut. Tja. Dann wir geben uns mal zum Treffen. So wie es aussieht, haben wir auch noch einige Missionen. Spark am Start. Spark fährt vorsichtig. Okay. Ich war ganz. Ist hier wieder irgendeine Musik oder so drin? Kann ich das Radio ändern? Kann ich das? Geht das? Moment, das muss ich mal kurz raushauen. Ich möchte keine Musik mit drin haben. Ey! Alter! Okay, ich mag. Ist mir egal. Was auch. Okay, wieder da. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt einigermaßen. Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendwie Ton und so weiter noch musikmäßig was kommt. Okay. Irgendwie höre ich hier die Sounds, aber ich glaube, es kann auch sein, dass hier von den Geschäften so weiter kommt. Dann fahre ich mal weiter. Finde ich irgendwie gerade. Ne, ich höre immer noch Musik. Das ist eine Art Self-Radio oder so. Ganz kurz, ich möchte das klären, weil ich das eigentlich nicht mit im Dings mit drin habe. Ich möchte keine weitere Musik drin haben. Bei Audio, Self-Radio Musik, ich habe hier Radiosender Radio ausgestellt. Weißt du, was ich mache? Ich mache die Musiklautstärke einfach mal komplett weg. Okay. Machen wir das und dann gehen wir zurück. Okay. Gut. Fahren wir los. Wer gibt dich zum Treffen? Zu den ganzen Gangstern, hä? Na, wir schauen mal. Drive like a Spark. Jetzt aber wirklich ein Spark. Oh je. Wer gibt dich zum Treffen? Ja, ich habe den Charakter wirklich so ein bisschen am Typ von mir gemacht. So. Einmal der Runde. Ups. Ich habe mir aber ehrlich gesagt nicht allzu viel Mühe gegeben bei dem Ding, ne? Ich wollte einfach nur gucken, wie es geht und habe mich da ein bisschen halt. So. F-Punkt. Schnapp dir die Drogen. Fuck. What? Alter, das ist aber viel schon wieder. Lol. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass gleich schon so viel Action ist. Okay, neues System. Ich spiele jetzt erstmal online, ne? Also ich war schon mal drin, aber ich habe es so angeguckt und bevor ich losfahren musste zu der Quest, hatte ich aufgehört gehabt. Oh, ich muss. Gut, die sind weg mit dem Dinger, ne? Das war jetzt unerwartet. Wir haben doch nicht in so eine Mission rein. Ich weiß noch gar nicht, was hier auf einmal wieder abgeht. Eventuell kann ich hier. Ich dachte, egal. Es wird ein gechilltes Treffen erstmal mit ein paar Teamkollegen und so.
Ich glaube, da läuft einer jetzt, ne? Ich dachte nicht, dass ich mich durchbollern muss. Ne, da läuft nicht, der fährt. In welchem Auto ist er denn? Vorderen? Ja, in dem. Wo liegt hier noch rum? Wo liegt rum? Wo liegt rum? Wo liegt rum? Da liegt rum. Danke. Tut mir einen Gefallen und versucht mir nicht allzu viele Anfragen hier zu schicken, weil du hast auch Clubding oder so, weil das wird erstens nah mit unten angezeigt. Zweitens, ich werde die nicht annehmen, da ich nicht vorhab, hier groß mit viel zu machen mit den Leuten und so. Also GTA Online ist einfach nur jetzt der Account, wo ich halt drauf spiele und ich werde da nichts weiter groß mitmachen. Ich habe viele andere Dinge, wo man Freunde enden kann oder folgen kann oder wie auch immer. Aber ich werde hier absolut gar nichts mitmachen. Es wäre noch wieder eine weitere Plattform, ich habe schon mal erklärt, es wäre noch eine weitere Plattform, wo wieder irgendwas zu tun ist. Und ich würde mich da überhaupt nicht drum kümmern. Also gar nicht. Ich würde auch nicht auf Spieleanfragen wahrscheinlich mit eingehen. Ich gehe kurz davon lang. Bring die Drogen zu Geralds Haus, ist hier richtig? Ah, okay, vorne. Also jetzt hier mal als Ausnahme. Lol. Ich habe ein schönes Muster auf dem Rücken. Hey G, come out here, man. My folks here. What's up, dog? How you doing? Well, goddamn, you antisocial motherfucker, you gonna speak? Hey. See, I told you, y'all gonna get along great. Y'all can get to take this shit on the road. How your little ventriloquist act going on? Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dough. Yeah. All right, here. It's right. Don't bother counting it. You get anything else interesting, bring it my way. What I tell you, motherfucker, we like you. And now you got you some bread. What you need to do is go get you some motherfucking gear, because you bummy as fuck. You can't be walking around with me looking like that. Man, einfach gar nichts sagt. Representate yourself, you know what I'm talking about? Hey, G, don't get lost, fool. Come on, man, tear that shit off, man. I need my commission. G, you hear me, dog? I need my commission, nigga. You about a stingy motherfucker, man. Ne. Sind bestanden. Okay, das System kenne ich mir noch nicht aus. Ein paar Dollar gab's. Rang erhöht auf 3. Setze fort. Was geht hier denn so? Gibt's hier noch einige Missionen? Geschäftsnetz verfügbar und dann auf der Karte angezeigt. Kleidungsgeschäft, Tuchstudio-Masken an, okay. Da gibt es ein Bekleidungsgeschäft. Neue Waffen, Schlagstock. Oh, ich muss mir auch noch was freischalten hier. Okay, eine Pistole kann ich mir auch kaufen. Sollte ich vielleicht mal tun, weil mit der jetzigen habe ich ja irgendwie... Boah, ich wollte jetzt eine Waffe holen. Habe ich nicht so viel Munition. Okay, andere Spieler können es stehlen. Das heißt, ich muss das auf die Bank einzahlen dann, ne? Kannst du Geld zur Bank bringen und es dir auch dann an Geldautomaten, kannst du es einzahlen und dir den Kontostand ansehen. Ich muss auch schon zum Geldautomaten fahren, okay. Sup, amigo. Kauf etwas zum Anziehen. Vielleicht kann ich jetzt ja hier den blauen Spark-Pulli oder, oh, vielleicht hier so ein hellblauer Hoodie nehmen. Einfach nur, weil es ins das Dings passt. Nee, Sakko, Seedaken, T-Shirts, Hemden. Warum kriege ich die hier nicht angezeigt? Ich muss jetzt mal eine Kategorie rein, ne? Okay. Ja, für draußen, ich nehme mal so eine Art Kapuzenpulli, oder? Ja, kann man gucken. Nee. Das ist doch nicht hellbraun, das ist gelb.
Ist das marineblau? Sieht für mich lila aus. Die Klingenoptik oder? Hey, das wird auch passen. So ein bisschen Sparks, hier kommt's rein. Halt dieses Redstone-Shirt, aber mit ein bisschen Abwechslung drin ist. Ja, doch, den hellblauen. Ja, doch. Doch, doch. Oder gibt's noch eine andere Alternative? Ne, okay. Dann weiß ich, was ich hole. Den da. Zurück. Gut, hab ich. Einkauft, fertig. Jo, jo. Jo, jo, ich hab was gekauft. Aber es ist schon Nacht. Ja, übel schnell. Wie viel Kohle habe ich eigentlich gerade? 3600 eingesteckt. Okay. Okay, okay. Ich fahre mal kurz zum Waffenladen. Inventar, das kenne ich noch gar nicht. Ja, ich habe nichts. Okay. Snacks. Okay. Wollen hier der Waffenladen? Ah, genau, andere Richtung. Weil ein paar Schuss wären vielleicht ganz nice. Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht, verdammt! Ich dachte, ich muss hier hinten rum. Also ich kenne mich mit der Steuerung hier aus, es geht ja nicht ganz aus. Ich glaube, hier gibt es einige Änderungen. Macht aber nichts, kriegen wir bestimmt schon dann, wenn wir es brauchen oder so. Oder komm ohne klar. Ich kenne jetzt nur die normale Singleplayer-Steuerung. Hey, hey, it's your boy LD. If you need to get some cheese real quick, fuck with me. We got licks all over town just waiting to get hit. Just walk in with the blam blam and point it at the fool behind the counter. He gonna break bread. And they ensure don't nobody give a fuck no way. It's all good. I've been peeping this one spot that been making a gang of bread. You down with that shit? One of the homies gonna meet you at the store to help you knock that motherfucker over. Das hört sich auch gut an. Ich glaube, die Läden, die markiert sind. Okay, ich habe den Job angenommen. Ich würde mal ganz kurz hier in Ammunition rein, falls das geht. Hallöchen. Bargeld und Bank. Ich würde gerne mal bei der Pistole ein bisschen Munition holen. Für den Anfang. Danke. Okay. Ja, wenn ich was bezahle, geht's immer von meiner, von meinem Konto ab. Das heißt, ich kann ja alles einfach auf immer einzahlen, wenn ich was sehe. Mir gibt dich zum Laden, okay. Dann mache ich das mal. Und ich habe halt da so ein bisschen die Geldautomat im Auge. Ah, okay, fahr ich hier um. Wo denn noch immer welche rumstehen mögen? Wahrscheinlich bei Banken, logischerweise, aber. Gib ich zum Laden. Hey. Damit gebe ich mich mal zum Laden. Ich habe schon viele andere Spiele gesehen. Wahrscheinlich ist gerade nicht so viel los. Ich glaube auch, das ist gut. Jetzt sweepen die Boxen wieder bescheuert. Ah ne, die Geldautomaten sind auf der Karte markiert. Ah, so war das. Das waren die Geldautomaten, kann das sein? Okay. Ja, ist eine Banyaka. Überfalle den Laden. Hm, okay. Bedrohen den Kassierer mit einer Waffe, um den Laden zu plündern. Welcome. Welcome. No, don't shoot. Take what you want. Hold on, please. I'm empty. Schreibe das Herz an der Kassierer, den Geldsack schneller füllt. Beeil dich! Gott, was muss ich da drücken? Ich will jetzt nicht rumschreien, ne? Beeil dich. Schneller. So, irgendwo hat mich jetzt gerade reingeschossen.
Ja. Habe ich nicht gesehen. Der war von außen irgendwo. Weiß nicht, ich habe auch keine Spezialfähigkeit hier. Ja, das Menü würde ich eigentlich gar nicht aufrufen. Habe ich Geld bekommen letzten Endes noch? Nee, habe ich nicht. M gedrückt, das Menü aufzurufen. Ja. Will ich eigentlich gerade gar nichts teilen. Schade. Ich habe jetzt halt zu lange auf den Druff gezielt, dass ich nichts weiter mehr machen konnte und halt dann weggesenzt wurde. Hier mein Auto. Fuck, that's scary. Son of a bitch. Dann versuche ich ja halt nochmal Alternativen andere zu überholen. Okay, Snacks können die Gesundheit wieder aufladen, Neo. War das hier vorne? Eventuell. Ach Gott, warum ich jetzt hier nicht. Ich brauche wieder ein bisschen. Doppelpunkt, danke. Probieren wir es nochmal da. Ist gerade schon ein bisschen sad gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Laden war, aber das ist ja wurscht. Ich falle dort um den Streichholz, das ist das Problem. Komm, testen es nochmal. Ich habe auch keine Panzerung, nix, kein gar nichts. Das schön dir ist. Von Simeon. Hello, my friend Lamar told me to call you. He said you were something of a big shot, only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out, for sure. Okay, ich glaube, da noch einer zwischendurch reingeschrien. Aber ich weiß gar nicht. Kann man das irgendwie einstellen, ausstellen? Mit der Tastatur? Ist man darauf eingestellt? Einstellungen? Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Kurz sagen. Okay, zum Sprechen muss man N drücken. Das habe ich zum Glück halt nicht drauf. Und da. Schon mal gut. Ich probiere es nochmal, indem ich mir hier mal eben. Welcome! Ja, gut. Oh no, not again! Okay, okay! Beeil dich, beeil dich, beeil dich. I swear this happens at least once a week. Wie waren das jetzt? 1800. Ach, das geht ja nicht. Wo ist meine Karre? Ach, hier. Ja, zu dem Dings müsste ich auch noch mal gehen, San Diego dann. Oh Gott, wie die Leute da rechts im Chat sich jetzt gegenseitig zuflamen. Ich würde gern solche Sachen fast ausblenden. Aus gewissen Gründen. Ja, jetzt habe ich ja wieder gesehen. Keine Ahnung. Ob man das so messen sollte oder nicht. Schüttel die Kopf. Ja. Und jetzt sieht's gut aus. Ja, einfach im Nichts stehen so ein bisschen. Und auf die Karte gucken. Okay. Wie geht dich zu Los Santos Customs? Ach nee, das sind die anderen Spieler. Haben denn Los Santos Customs? Oder den nächsten? Ja. Da haben wir den nächsten. Apropos, machen wir auch den nächsten Folge. Ich meine, fürs Zuschauen, wir sehen uns. Das ist da hinten, das Lachen. Labern wir nicht dazwischen. Und tschüss.